Sagen, oh Scheiße, hätten wir lieber nicht gemacht. Okay. Zum Einspielen spiele ich ein Stück von Pink Floyd ursprünglich. Es ist ein Klavierstück von Rick Wright, der ist leider schon gestorben. Und es ist aus der LP Atom Heart Mother, die Platte mit der Kuh. Kennt ihr die? So eine schwarz-weiße Kuh drauf ist. Aber es ist schon ein bisschen anders, wie ich das spiele. Ich bin ja kein Profi. Ich muss noch dazu sagen, ich habe keinen Klavierunterricht, außer bei der Schwester Lefonza in der St. Gertrudis. Das war wirklich... Du auch? Noek, ja? Blockflöte. Blockflöte. Oh, Scheiße. Auf Bühne. Okay. Komplette Scheiße. So Franz auch. Jetzt kommt ein Stück, das heißt Haben oder Sein. Da ist die Melodie und der Text von mir. Ich habe auf der Bühne einen alten Text gefunden, den ich früher geschrieben habe. Und ich finde, der ist gar nicht so ohne. Und auch hat auch was zu tun mit dem heutigen Problem. Die wird auch nicht weniger gesellschaftlich gesehen. Haben oder Sein. Hast du was, dann bist du was. Bist du was, dann zählst du was. Das ist schön, das ist gut, das ist ganz schön gut. Kaufst du was, dann hast du Spaß. Hast du Spaß, dann bist du was. Das ist schön, das ist gut. Schön gut. Die Jahre bewahren, lernen und sparen, Eigenheim bauen und den Banken vertrauen, schuften und stieren. Masken aufsetzen und hinten rumhetzen. Das Leben geht vorbei, ich leg noch schnell ein Ei. Der Sinn des Lebens doch nicht vergeben. Das ist schön, das ist gut, das ist ganz schön gut. Okay, jetzt kommt ein Lied von der Gruppe U2 und da muss ich was erzählen. Ich habe
Ich war 1985 auf Gomera mit meiner damaligen Freundin Andrea und im Flugzeug zurück saß meine Managerin und U2 war damals gerade im Kommen. Und wir haben dann eine Backstage-Möglichkeit bekommen und Bono war sehr betrunken und es war ein Dia hinten in der Halle von Martin Luther King und diesen Song vergesse ich nie. Der Song heißt Pride in the Name of Love und ich finde, Martin Luther King war einer der aufregendsten Menschen, die die Zeitgeschichte bis jetzt gesehen hat. Und das Lied heißt Pride und ich habe es versucht, jetzt auf Klavier zu bringen. Ich hoffe, das geht so mit dem Runtergucken und mit dem Mikro. Das ist ein bisschen schwierig. Probier's. Schatten niederfällt, lastet
ein kurzes Stück. Ich arbeite in der Beratungsstelle in Aalen und das in der Außenstelle Heideheim habe ich manchmal ein bisschen Zeit in der Fußgängerzone. Und letztes Jahr habe ich da ein Gedicht aufgeschrieben und das habe ich jetzt heute noch vertont, vielleicht klappt's. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, wo ich da stehe in diesem Spektrum von den Bands, die hier gespielt haben und von dem Mädchen auch vorher. Also, das ist durchaus bewusst und ja, vielen Dank. Still.